Herzlich willkommen zum vierten Tag der European Digital Week. Heute mit der etwas anderen Begegnung. Dieser Tag unterscheidet sich ein wenig von den anderen Tagen, die wir diese Woche für euch zusammengestellt haben. Nämlich möchte ich gerne heute in einer Talkrunde über die Digitalisierung der Eventbranche sprechen und habe mir natürlich mal wieder... Experten rangeholt, die davon auch betroffen sind und sich mit diesem Thema selbst befassen und habe sie hier eingeladen zu uns ins Studio bei WeWork. Jungs, ich möchte euch sehr herzlich begrüßen hier Hallo. auf der dritten European Digital Week. Ich fange mal hier drüben an. Das ist Niemand geringeres als mein Bruder, der liebe Darius Maleki. Freue mich hier zu sein. Vielen Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, auch äh, hier dazu zu stoßen. Lieber Matthias, Matthias Valenda, auch hier bei uns. Freut im mich Studio. auch. Danke für die Einladung. Ja. Für EDW. Schön, dass du da bist. Und last but not least, der liebe Herr Raffel Altai, Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, freut mich, freue mich hier zu sein. Ihr drei seid selbst in der Digitalisierungsbranche unterwegs, habt euch mit dem Thema der Digitalisierung befasst. Ähm, die erste Frage würde ich gerne an Darius richten. Darius, du kommst aus dem klassischen, traditionellen Eventbereich. Äh, die Anfänge der Maliki Corporate Group waren Old School. Gib mal ein paar Einblicke in das klassische Eventgeschäft. Vielen Dank. Ähm, es ist ganz interessant zu sehen, wie schnell sich das Eventgeschäft, vor allem im professionellen ähm, Fachkonferenzbereich, wie sich da der Markt verändert hat, ist sehr interessant. Manche würden sagen, das ist dramatisch, manche würden sagen, es ist dynamisch. Ich sage, es gab vor, ich sage, es gab vor allem durch die Corona-Pandemie einen ganz großen Bezug zur Digitalisierung, weil man es auch musste, ja. Das analoge Konferenzgeschäft unterscheidet sich im Wesentlichen gar nicht so sehr zum digitalen Geschäft. Das Interessante dabei ist, dass wir historisch gesehen in den letzten 30 Jahren eine sehr interessante Entwicklung gesehen haben. Und zwar, dass Events immer globaler werden. Wir als Maleki Corporate Group haben damals angefangen, globale Themen überhaupt herauszudenken und aus diesen Themen ein globales Event zu machen. We thought global, but we acted local. Das hat sich jetzt verändert. Durch die Digitalisierung und durch die Globalisierung sind die Themen alle global geworden. Und daher gibt es auch eine große Nachfrage an globalen Themen, die auch global besetzt sind mit Sprechern von überall aus der Welt. Was früher vor 30 Jahren eine große Revolution war, dass wirklich Menschen aus verschiedenen Ländern miteinander über digitale Plattformen, wir haben ja schon damals in den 90er Jahren, um genau zu sein, 96, 97, 98 mit der Global 24 einen Meilenstein versucht zu setzen in dieser globalen Kommunikation, dass damals Menschen aus Japan und Amerika miteinander kommunizieren, könnten über eine gemeinsame Geldpolitik, das war schon sehr revolutionär. Es gibt da keinen großen Unterschied in der Abwicklung, die Vehikel sind anders geworden. Deswegen muss man jetzt daran arbeiten, das analoge Geschäft genauso versuchen in die digitale Welt rüberzubringen, so wie wir es damals geschafft haben, überhaupt ein Event herauszudenken und überhaupt auf die Beine zu stellen. Das wird spannend und da freue ich mich schon, was die Zukunft so alles zu bieten hat. Das ist schon spannend. Du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst, wie das traditionelle Eventgeschäft die letzten Jahre funktioniert hat. Ich meine, es gibt keinen besseren Rahmen als die dritte European Digital Week, um über die Digitalisierung auch innerhalb der Eventbranche zu sprechen. Lieber ja. Matthias, du bist seit über 20 Jahren in der Veranstaltungsbranche tätig, hast auch schon hunderte von Events veranstaltet. Was glaubst du, sind die Herausforderungen? Wenn Events äh, online gehen, Darius hat es ja gerade spannend gesagt. Man muss es schaffen, das Analoge ja genauso spannend zu gestalten wie das Digitale. Wie kriegen wir das hin? Ich glaube, die, äh, die Krux an dem, dem Wandel von Analog zu Digital liegt darin, ähm, die Schwierigkeiten und die Hürden genau zu identifizieren. Die Digitalisierung ist Richtig angekommen in äh, dem Event-Business. Also, es heißt nicht nur, ähm, äh, das Event zu transformieren ins, ins Digitale hinein, sondern digitale events sind richtig digitale softwareanwendungen. also das ganze team, wie auch die ganzen besucher, sind online dabei und müssen auch das gewisse verständnis für diese online-welt haben. und das wird die spreu vom weißen trennen einfach. Ähm, wer das nicht versteht, dass das digitale full digital ist und events full digital software äh, verständnis erfordert, dann ähm, ja. Sehe ich da eigentlich nur Probleme? Äh, wir haben die nicht, weil wir genau das leben seit Jahren: Digitalisierung und Events zu kombinieren. Wer das nicht versteht, der hat Pech. Ich glaube, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Aber das Online-Geschäft will ja auch finanziert werden. Und deshalb wende ich mich jetzt dem lieben Raffel zu. Raffel, du hast mehrere Jahre bei EY gearbeitet, hast einen Wirtschaftsprüfer-Hintergrund. Ähm wie, wie bewertest du das aus betriebswirtschaftlicher Sicht? Kann man das betriebswirtschaftlich überhaupt stemmen, alles online zu stellen? Oder was sind da ja, die Herausforderungen, denen man sich stellen muss? Ja, ich würde sagen, die größte Herausforderung ist, dass man aus den Online-Events dann auch äh, Profit schlägt. Also das ähm, eine ist ja dann Umsatz zu machen. Das ist eine Herausforderung, weil sich natürlich das Geschäft auch gänzlich ändert. Und ähm, das andere ist dann auch profitabel zu sein. Ähm, man hat natürlich ähm, geringere Kosten jetzt wie bei einem offline event ähm, aber man hat sehr viele kosten im bereich marketing und ähm, da muss man eben sehr sehr gezielt die leute targeten die man eben auf die events schieben möchte und ähm, ja versuchen so effizient wie möglich die zuschauer anzuschreiben ähm, zu adressieren und die dann auch tatsächlich, tatsächlich dann äh, zu konvertieren in, in echte besucher. du hast es gerade äh, genau gesagt man muss die richtigen leute targeten. Glaubst du, die Leute sind schon bereit für alles digital, alles online? In der Tat, ich glaube schon, dass sich da einiges getan hat. Vor allem jetzt natürlich das Thema Corona. Da hat sich ja noch ähm, einiges ergeben. Ähm, die Leute haben jetzt verstanden, dass man sich auch online begegnen kann, dass man Menschen auch online kennenlernen kann und dass das auch funktioniert. Das hat die Arbeitswelt insbesondere gezeigt. Und ich denke, dass die Menschen grundsätzlich dazu bereit sind, aber man muss eben auch den Content liefern, man muss ähm, solche digitale Events auch so abbilden, dass sie auch Spaß machen, dass die Leute auch gerne kommen, ähm, dass sie sich auch auf diesen Events äh, vernetzen können und nichts missen, was sie in der Offline-Welt quasi haben. Ja, wir sehen, es gibt einige Herausforderungen, die wir diesbezüglich meistern müssen und auch meistern werden, bevor wir auflösen, warum ihr zu dritt hier sitzt. Ich habe euch jetzt alle, ihr habt kurz mit Fachwissen geglänzt und eurem Know-how. Jetzt würde ich gerne mal, dass ihr selber ein bis zwei Sätze über euch sagt. Darius, ein, paar Sätze, ein bis zwei Sätze zu deiner Person, deinem Hintergrund. Du kommst aus dem Sustainability-Bereich. Ja, das stimmt. Ich habe mich schon immer, auch in meiner Kindheit, sehr für das Thema Erdkunde, Geografie interessiert. Ich hatte auch das Glück, dass ich einen Onkel habe, der für die GTZ gearbeitet hat als Meeresbiologe in Südamerika. Dahingehend war ich schon immer fasziniert, wie die Welt sich verändert, vor allem in der Natur. Dann habe ich irgendwann gemerkt, auch durch das Paris Agreement, dass die Natur und die Wirtschaft sehr eng miteinander verwurzelt sind. Nach meinem betriebswirtschaftlichen Studium habe ich dann einen Master ähm, absolviert in London im Fach Sustainable Finance. Bin dann danach zur Weltbank und habe dort im Rahmen eines Praktikums ähm, im Climate Business den Green Buildings Report mitgeschrieben. Das ist ein Fa äh, Fachbericht zum Thema nachhaltiges Bauen in Emerging Markets, ähm, was natürlich auch der Fokus der Weltbank ist. Das Faszinierende dabei ist, dass Nachhaltigkeit sehr vielfältig ist. So wie ich immer sage, dass die Musik sehr nachhaltig ist, bin ich immer sehr. froh. Du hast auch einen okay. musikalischen Hintergrund, du hast stimmt. auch sehr lange Klavier gespielt. Also bist du ein ich Multitalent. Ein, ich nein, ich bin einfach. Ich habe immer verschiedene Sachen ausprobiert, ja, und bin dann eben von Musik zu Betriebswirtschaft und dann zu Nachhaltigkeit. Jetzt befasse ich mich damit immer weiter. Bin auch ein großer Tierfreund. Also es gibt viele Sachen, die ich erzählen könnte, aber das würde ja hier dann den Rahmen sprengen. Aber Nachhaltigkeit ist jetzt meine Zukunft, und da freue ich mich auch schon drauf. Vielleicht habt ihr Glück und bei der vierten European Digital Week könnt ihr dann unseren Office Dog Donner kennenlernen. Die hat es heute leider nicht hierher geschafft. Äh, kam mir gerade, weil du Tierfreund meintest. Schaltet einen auf jeden Fall auch nächstes Jahr. Dann könnt ihr unseren Office Dog kennenlernen. Ja, Matthias, du bist ja auch seit über 20 Jahren in der Eventbranche tätig. Da macht man einiges. Äh, 100 Events sind keine geben uns trotzdem keine Infos, woher deine Expertise kommt. Vielleicht fass mal kurz, kurz zusammen, äh, woher du kommst, was du machst, wie kommst du zum Eventbereich? Zum Eventbereich. Ja, also ursprünglich komme ich aus Heidelberg, aus dem äh, wunderschönen, beschaulichen Heidelberg. Und schon früh hat es mit Events eigentlich angefangen. Das fing in der Schule schon an und ähm, dann wurde es zu meinem Beruf und zu meinem Alltag, den ich sehr liebe und Digitalisierung war auch schon ganz früh angelegt, also in der zehnten Klasse bereits durfte ich in der Informatik AG glänzen oder nee, noch nicht in der fünfte Klasse genau, in dem Sprung zum Gymnasium in der Informatik AG. Und in der Informatik AG in der damals Informatik mit, AG. damals da Basic, also da war äh, schon einiges los und ähm, technisch früh übt sich, danach Turbo Pascal, also Turbo Pascal. <lacht> <lacht> ja, es ging dann so weiter, PHP, MySQL, alles so die Grundlagen ähm, der Entwicklung habe ich mitmachen dürfen. Mhm. Ähm, mittlerweile halte ich mich da raus. Also da wird super äh, äh, drüber geschaut. Supervising ist dann eher das Thema. Aber ähm, Events und die Digitalisierung dann zu verknüpfen, das war immer ein Traum. Und dann kam Corona, so blöd wie es ist, äh, für manche auch eine Chance und nicht nur äh, das Negative zu sehen. Wir haben die Chance ergriffen. Ähm, wir werden es uns... Natürlich persönlich anders gewünscht, lieber kein Corona äh, in unserer Welt zu haben, aber man muss manchmal auch dann die Chancen sehen und ergreifen. Und wir haben uns dann zusammengetan und aus Digitalisierung und Events das Produkt gemacht, worum es heute geht, nämlich Clap. Auf Clap kommen wir gleich zu sprechen, ähm, warum wir uns hier eigentlich alle versammelt haben zu dieser Stunde. Gerne würde ich jetzt noch mal eine Frage an den lieben Raffel richten Raffel du hast lange im M&A-Bereich auch gearbeitet ähm, bis harte Arbeitszeiten schlaflose Nächte und viel Disziplin gewohnt ähm, woher kommt dein Interesse jetzt ähm, bei oder in den Digitalisi digitalisierten Eventbereich zu gehen Wie, woher kommt der Switch ja, also ich habe, ähm, wie gesagt, eine Zeit lang ähm, bei, in der Beratung gearbeitet und habe irgendwann gemerkt, dass mich dieses Thema Startup auch sehr anzieht. Ähm, und vor allem das Thema Tech hat mich schon immer interessiert, schon als Kind. Ich habe mich immer für Autos, für Technik interessiert. Und ähm, das war dann für mich auch ein Grund, dann in den Bereich zu gehen. Und es hat sich mehr so ein bisschen aus einem Zufall ergeben, dass ich dann ähm, bei CLEP gelandet bin. Aber ich bin sehr glücklich und ähm, treibe viele, viele interessante Themen voran. Und auch die Branche ist sehr, sehr interessant, weil die sich, ähm, wie, wie schon jetzt angesprochen, extrem stark wandelt. Und ähm, in jedem Wandel ist auch eine Chance drin. Das hat Matthias auch schon gesagt. Ähm, es interessiert mich sehr und deswegen bin ich auch in diesem Bereich tätig. So, liebe Leute, das Stichwort ist mehrfach gefallen. Wir sitzen hier, um auch über Clap zu reden, die neue Online-Plattform. So, wer von euch drei möchte uns erklären, what is Clap? Freiwillige vor. Darius. Ich glaube, fängt mal an, oder? Ich glaube, bei solchen sehr interessanten neuen Entwicklungen kann man auch nicht in einem Wort beschreiben, was das eigentlich ist, was Clap ist. Ich sehe es als ein Ökosystem, als ein Ort der Begegnung, als ein Ort des sich selbst wiederfinden, seine Persönlichkeit entwickeln und auch den Content, der dort gespielt wird, zu verstehen und auch mitzuerleben. Das heißt, es geht um eine virtuelle Messe bei CLAB oder wie was müssen wir uns darunter vorstellen seht CLAB als eine virtuelle Plattform die euch erlaubt einzutauchen in Thematiken in die ihr sonst eigentlich nicht eintauchen würdet nehmen wir mal an das Beispiel ist eine Fachkonferenz zum Thema Monetary Union ähm, wir wollen als CLAB 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag Content greifbar machen. Das machen wir in Form von Konferenzen, Roundtables, Ausstellungen, Content Generierung, Content, der immer auch on demand verfügbar ist. Das alles gebündelt in der Plattform Club sehe ich als virtuelles, einen virtuellen Hub der Begegnung und des Wissens. Und das ist eben in Form der Vehikel dann, die ich nur als Vehikel sehe, was dann die Events und die Messen sind, die dann eben den Content bespielen. Äh, der, der Content, der dort bespielt wird, entsteht durch diese Vehikel. Und das wird alles gebündelt und das ist für mich Klepp. Darius beschreibt Klepp als Ökosystem, Ort der Begegnung. Matthias? Aus deiner Brille, was ist klapp Weil so vielfältig mhm. diese Plattform auch ist, dass so vielfältig sehen wir, sind die Köpfe, die auch daran mitarbeiten. Unterschiedlicher könnten sie nicht sein und jeder bringt sein eigenes Fachwissen mit. Matthias, hier, Sustainability aus der Eventbranche. Was ja. ist klapp Erzähl mal. Clab, äh, in erster Linie Emotionen. Claps sind für mich Emotionen digitalisiert. Also Veranstaltungen, wo jeder danach ähm, nach Hause kommt und sein Badge an die Wand hängt und dann stolz ist und dort Kontakte geknüpft hat. Nämlich darum geht es auf Events und das im digitalen Bereich. Persönliche Kontakte, in einem Event-Charakter. Wir sind nicht nur bei den äh, LinkedIn, Xing-Portalen. Äh, da kann man auch Kontakte verknüpfen oder knüpfen. Aber in einem Event-Charakter, das ist noch mal was ganz anderes. Da sind die Emotionen auch komplett auf einer anderen Ebene. Und wenn man dann auf einer emotionalen Ebene ist, die auf jeden Fall da äh, Inspiration bringt, da ist es dann natürlich toll, wenn man das auch online abbilden kann. Und das ist Clap. Einer muss ja immer die nüchternen, Antworten geben, wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht, lieber Raphael, dieser schwarze Peter wird dir zugeschrieben. Du aus dem M&A. als mhm. Geschäftsführer er es ja am besten. Richtig, also du bist auch daher. Geschäftsführer bei Klepp, richtig? Ja, in der Tat, mit dem Matthias zusammen bin ich Geschäftsführer bei. Klepp. Ihr seid Geschäftsführer. Es freut mich sehr. Das hätten wir natürlich noch. Äh, blenden wir euch hier unten ein. Unsere zwei Geschäftsführer von Klepp, lieber Raphael, ähm, die Konkurrenz im Virtual Events Bereich ist hart. Ähm, Matthias hat es schon erwähnt. Durch Corona steigen die Zahlen der Produkte exponentiell. Jeder versucht, sich online zu platzieren und ja, den Markt für sich zu besetzen und auch natürlich das Beste für sich aus dem Markt rauszuholen. Was ist das Besondere an Klepp? Ich glaube, dass das CLAP viele Funktionen vereint, die es jetzt in dieser Form in einem digitalen Produkt noch nicht gibt. Es ist so, dass das natürlich viele Anbieter aktuell diese ähnliche Plattform anbieten. Aber man muss auch dazu sagen, dass keiner von den Anbietern wirklich weiß, wo die Reise hingeht. Also, wir lernen ja jeden Tag immer mehr über die Bedürfnisse von Veranstaltern und Besuchern dazu. Und der Markt ist sehr dynamisch. Die Entwicklung in dem Markt ist auch sehr dynamisch. Und wir versuchen eben ähm, die Bedürfnisse aller Stakeholder sozusagen ähm, zu erkennen und die dann auch in einem schönen, guten Produkt ähm, auch umzusetzen. Ähm, und ich glaube, dass das Clap durch die Funktionalitäten, die die Clap bietet, zum Beispiel, dass wir eben schöne Stände haben für, für Aussteller einer Messe oder einer Konferenz. Was meinst du mit schönen Ständen? Also, also wir, haben, wir haben Stände auf CLAP, ähm, das sind ähm, wir nennen das Virtual Booths, das sind Stände, wo, wo Firmen sich präsentieren können, ähm, sehr, sehr professionell auch präsentieren können und auch mit einem gewissen personalisierten Charakter auch präsentieren können. Das fehlt zum Beispiel anderen Plattformen. Also können ähm, sich die, die Unternehmen selber vorstellen bei euch. Genau, sie ah, können sich okay. bei uns vorstellen, die können mit den Besuchern chatten, die können ähm, ähm, Visitenkarten austauschen, networken, ähm, können einiges tun auf der Plattform. Und ähm, das ist das, was uns auch so ein bisschen hervorhebt gegenüber anderen Plattformen, dass wir wirklich. Ähm, den Ausstellern oder den, den Firmen die Möglichkeit geben, sich sehr individuell, aber gleichzeitig auch sehr professionell zu präsentieren auf der Plattform ähm, und geben alle ähm, Networking-Möglichkeiten eben auch auf der Plattform. Ja, wenn, wenn ich da einhaken darf, ich glaube, dass ähm, jetzt äh, das Highlight von Clap oder das, was uns äh, unterscheidet von anderen Plattformen, wir kommen von der Veranstaltungsrichtung. Also wir waren erst Veranstalter und dann sind wir in die digitale Welt also ihr eingetaucht. Wisst, was die Bedürfnisse wir wissen, sind. ja, mhm. wir wissen einfach, woher äh, die Bedürfnisse kommen. Der ja. weht, ja. Also klar, wir, wir haben die Expertise natürlich, ähm, ja. gerade aus, auch aus deinem Bereich. Aber ich glaube auch, dass, dass dieser Wandel, der in der Branche auch besteht, dass, dass, dass tatsächlich wir jeden Tag dazulernen. Also ja. und auch sehr viel dazulernen und ähm, ja, versuchen ein möglichst gutes Produkt für, für alle zu bieten. Ja. Äh, Stelle ich mir schwierig vor, ein Alle Stakeholder zu befriedigen, aber ich weiß ja, wie ihr arbeitet, deswegen weiß ich, ihr macht das. Wir geben alles. Ihr gebt alles, genau. wie immer. Lieber Darius, ähm, auch noch mal eine Frage für dich, um jetzt nochmal vielleicht die, den Bogen zur Nachhaltigkeit zu schlagen. Glaubst du? Dass der, die Digitalisierung oder dass die Digitalisierung des Eventbereichs sowieso irgendwann gekommen wäre, ist das nachhaltiger? Ich würde nicht sagen, dass es nachhaltiger ist. Ich glaube einfach, dass wir bis zum ähm, bis zu Silvester 2019-2020 20, 20, ähm, noch in einer Welt gelebt haben, die einfach komplett grenzenlos war es gab kein limit in keiner hinsicht. und ich glaube, dass jetzt vor allem durch auch die pandemie, die welt durch das zurückfahren, durch das inhalten, durch das nachdenken eine art von aufmerksamkeit entstanden ist, sich wirklich mit dem dingen und dem thema nachhaltigkeit zu beschäftigen. selbstverständlich sind digitale events im rahmen, kann man muss man natürlich auch aufrechnen nicht gerade nachhaltiger in der, in dem, weil es weniger co2 emittiert, aber was es nachhaltiger macht, ist, dass der Informationsaustausch und das Gesprochene und die Umsetzung sich verdoppelt und verdreifacht hat in der Geschichte. Das heißt, Nachhaltigkeit <laughs> geht über CO2-Ausstoß weit hinaus. So ist das. Wir haben ja, Nachhaltigkeit ist ja noch viel weiter. Wir haben das Thema ESG, Environmental, uh, Social und Governance, ähm, vor allem im Social Factor. Durch die Digitalisierung der Eventbranche sind Events nicht mehr zu einem Elite-Thema geworden. Wir wollen. Nicht nur, dass ich immer so gerne sage, Democratizing the Event Business, dass wir sagen, wir machen Content und Events für jeden Menschen dieser Welt auch zugänglich. Ja? Wo Events, was ich auch schon vorher sagte, historisch gesehen viel mehr lokaler waren und jetzt viel mehr globaler werden, ist natürlich nicht nur der Wettbewerb, sondern auch das Interesse gestiegen, an gewissen Events auch dabei zu sein. Deswegen geht für mich vor allem der Nachhaltigkeitsaspekt damit bei, dass wir Menschen... Egal, welches Alters, welcher Rasse, welcher Herkunft, aus welchem Land sie auch kommen können. Es kann auch Gründe geben, dass sie aufgrund ihres, äh, weil sie kein Visum bekommen, zum Beispiel ein, zu einem Event kommen wollen, aber kein Visum bekommen. Oder sie können sich kein Hotel leisten. Diese Lösungen haben wir, dass wir es für die Menschen zugänglich machen. Und da, glaube ich, haben wir vor allem im Thema Nachhaltigkeit schon einen ganz großen Mehrwert geliefert. Auf jeden Fall, äh, Connectivity is key. Man kann die ganze Welt miteinander verbinden. <laughs> Raffel und Matthias, jetzt noch mal eine Frage an euch. Was sind denn jetzt Gut, wir wissen, die Eventbranche wird digital, wir wissen, es wäre zwangsweise gekommen. Corona hat das Ganze noch beschleunigt, aber die Herausforderungen und die Ansprüche der Kunden haben sich natürlich auch geändert, weil online ist eben alles irgendwie ein bisschen anders. Eine Frage an euch zwei. Was sind die Herausforderungen, die es denn zu meistern gilt? Sucht euch an, wer anfängt, welche Herausforderungen müssen wir Challengen und meistern, um online bestehen zu können. Was will der die, Kunde? Wir haben uns zu messen mit all den ganzen Angeboten, die da in der digitalen Welt zu finden sind. Ob das Netflix ist, ob das ein Amazon ist oder ob das andere Portale sind, die nur ein Mausklick entfernt sind. Deshalb unsere Veranstaltung, unsere Clap-Oberfläche. Ich glaube, so wie wir sie aufbauen mit emotionalen Geschichten äh, Dingen ähm, mit denen der User emotional abgeholt äh, wird dieser Veranstaltungscharakter nicht nur einfach zu streamen sondern dass sich da auch was bewegt dass, sie, dass man sich austauscht mit Matchmaking mit Networking das ist das worauf es ankommt weil wie gesagt der User ist nur ein Mausklick entfernt ein digitales Event zu verlassen ein Präsenzevent bis man da dann nach Hause geht, da dreht man noch mal eine Runde. Aber in der digitalen Welt geht das nicht. Also da muss man den Kunden, den User ähm, bei der Stange halten und das geht nur durch interaktive Formate, Talk-Formate, so wie wir es jetzt haben. Und ähm, ja, lasst die äh, User daran teilhaben. Das sage ich immer. Und das hat unsere Plattform, glaube ich. Hm? Ja, es ist in der Tat ein Kampf um die Aufmerksamkeit <laughs> der Menschen im Endeffekt ähm, und der Besucher. Weil das hat Matthias schon richtig gesagt: es gibt so viele verschiedene Formate im Netz, ähm, die die Nutzer davon abhalten könnten den Content zu sehen, den man eben auf, auf der Plattform hat. Und deswegen ist es wichtig, einmal eine Plattform zu bieten, die, die gute Funktionalitäten hat, ähm, zum Beispiel, dass man eben Networking-Bereich hat, zum Beispiel, dass man auch das Gefühl hat, mit anderen dieses Event zu besuchen, dass man dieses Gefühl auch vermittelt bekommt. Ähm, das ist natürlich wichtig und ähm, ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin. Ähm, und da ist jetzt auch noch einiges in Planung, ähm, mhm. was, was Clap angeht, äh, kommen noch einige interessante Sachen dazu. Ja, du hattest vorhin äh, mit Bewerbung angesprochen und hier äh, von der ähm, hier Business äh, äh, Financial Seite äh, damals bei EY. Ja, da muss man sich äh, oft überlegen, wie man denn wirbt. Die äh, man konkurriert mit Werbebannern. Da gibt es äh, Milliarden Budgets dahinter und da muss man sich natürlich äh, positionieren und genau seine Stärken identifizieren. Was ist die Stärke von meinem Event? Warum soll der User bei mir bleiben und wie kriege ich es hin? Den bei der Stange zu halten. Ich wiederhole mich, aber deshalb äh, ist es auch ein Zeichen, wie wichtig es ist, dort die, ähm, die, die, die Herausforderung zu identifizieren und auch ähm, dementsprechend ja, darauf eine Antwort geben zu können. Ja. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist das Thema Content. Ne? Also das eine ist natürlich das Vehikel, wie Darius auch schon gesagt hat, die Plattform an sich, aber das andere ist auch der Content. Und der Content muss eben in der digitalen Welt ansprechend sein und er muss ähm, sozusagen die Aufmerksamkeit der Zuschauer auch irgendwie greifen. Ähm, und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Einmal das Vehikel an sich, aber auch der Content, ähm, der, der eben die Zuschauer interessieren muss. Herausforderung, aber wie ich meine, auch die Chance. Absolut. Ja. Ich meine, äh, hier European Digital Week, dort wo wir heute äh, sein dürfen, über 90 Speaker. Auf einer, äh, mit einer normalen Konferenz wäre das ein, ein Riesenthema gewesen oder eine Riesenherausforderung, aber jetzt eine Chance, Speaker aus der ganzen Welt zusammenzuführen durch dieses digitale Format. Also, ich glaube, auf der einen Seite die Herausforderung, auf der anderen Seite eröffnet das wieder Chancen und ich bin jemand, der immer nur die Chancen sieht und die Herausforderungen dann äh, gerne umwandelt. Also, wir haben gerade, äh, habt ihr erwähnt, dass Content, Content ist Key. Ähm, Nochmal würde ich den Ball gerne zurück, ähm, den Ball zu Darius spielen. Ähm, du hast ja sehr erfolgreich die letzte Future Europe Week äh, betreut. Auch ein Projekt der Maliki Corporate Group, auch auf Clap. Ja. Ähm, du als eventveranstalter, der ja auch das know-how hat und selber veranstaltungen organisiert hat, wo siehst du denn für den besucher die vorteile? also warum sollte ich mich bei warum sollte ich eine veranstaltung auf Club anschauen? für mich ganz klar, weil ähm, vor allem im thema nachhaltigkeit ist es ja auch so, ähm, damit habe ich mich lange beschäftigt. wir müssen von diesem Gedanken wegkommen, dass die Gesellschaft sich weitergehend so entwickelt, dass C-Level sagt und die anderen machen. Ja. Das hat sich verändert. Diese Hierarchie hat sich verändert. Kann man auch verstehen, weil durch die Globalisierung und viel mehr Stakeholder, die mit involviert sind, kann man auch so kein Geschäft mehr betreiben. Ja? Ich fokussiere mich auf den Besucher, der sich informieren möchte, der noch nicht weiß, was die Lösungen sind, der aber gerne erfahren möchte, was sagt denn zum Beispiel eine Weltbank oder eine Bank of Japan oder ein Jeff Bezos Earth Fund. Was sagen sie? Was sind die spezifischen Lösungen, die sie anstreben? In einer analogen Konferenz ist das nicht möglich. Warum? Weil es zu elitär ist und weil die Menschen den Zugang nicht haben. Da komme ich wieder zurück zum Thema Demokratie. Der Content, vor allem im Thema Nachhaltigkeit und die Themen, die wir heute haben, die weltbewegend sind, die jeden einzelnen Bürger da draußen betreffen werden, ob das Gesundheit ist, Nachhaltigkeit ist, was es auch immer sein mag, das zu demokratisieren, das gilt es jetzt über die Bühne zu bringen. Deswegen sage ich jedem meiner Zuschauer, kommt, informiert euch und wenn ihr euch danach sagt, ich muss mich ja nur einmal ausloggen, ich kann dann ruhig schlafen, wenn ich weiß, wenn die Person ins Bett geht, wenn sie darüber nachgedacht hat, was die Leute gesagt haben und daraus einen Mehrwert ziehen konnten. Das ist der Vorteil, den ich sehe, weil man das überall zu jeder Tageszeit sich auch abrufen kann. Wir haben gerade aus der Regie mitgeteilt bekommen, Darius, du musst uns leider verlassen, du musst zu deinem nächsten Termin. Wir drei bleiben noch eine Weile. Schön, dass du da warst. Es war mir bald. Eine große Freude. Beschäftigt euch mit den Themen und beschäftigt euch mit virtuellen Plattformen. Es war mir eine Freude dabei zu sein. Danke. Danke, Darius. Danke dir. Hier sind wir wieder in kleinerer Runde. Darius musste uns leider verlassen. Er hatte noch einen anderen Termin, zu dem er musste. Das heißt aber nicht, dass ihr zwei erlöst seid. Deswegen gebe ich die Frage jetzt auch nochmal an dich erst weiter, Raffel. Ich als Besucher auf Club. Warum sollte ich mich anmelden? Ja, da kommen wir eigentlich nochmal so zum, zu den anderen Themen zurück, die wir schon mal behandelt haben. Ähm, einmal, ich glaube, was, was sehr, sehr interessant ist, ist das Thema Content. Ich glaube, dass auf Clap gibt es ja schon sehr, sehr unterschiedlichen Content, aber auch in Zukunft wird es da ganz viele verschiedene ähm, ähm, Events geben. Ähm, wie gesagt, von, von der Messe über der kleinen Konferenz bis hin zum Musikkonzert kann man eben alles auf Clap abbilden. Und ich glaube, das ist eben interessant für, für viele Besucher dann ähm, oder ja, Zuschauer dann auch ähm, sich bei Clap anzumelden und dann den Content zu verfolgen. Zum anderen gibt es natürlich andere Sachen wie das Thema Networking, das hatten wir ja auch schon angesprochen, dass man eben ähm, auf Clap vielleicht auch den einen oder anderen ähm, kennenlern, kennenlernen Ihr kann. Ihr habt vorhin die Matchmaking-Funktion, was ist das genau? Genau, also beim Matchmaking ähm, geht es darum, dass man auf Basis seiner Profilangaben ähm, Personen vorgeschlagen bekommt, die zu einem passen. Also, also Tinder für Business. Für Business ja, und auch für sagen, andere oder? Bereiche. Ah. Ja. Also da kann man ähm, dann Spannend. einiges ähm, ähm, ja, Interessantes erleben, würde ich sagen. Ne? Ja. Und äh, wie gesagt, auf unserer Plattform Clap, hier eure EDW, 90 Speaker, zusammenzubringen und für den User, dass er dann nur noch eine, einen Zugriff äh, braucht, also eine Plattform, wo er 90 Speaker äh, genießen kann, das ist halt auch ein Riesenvorteil. Ja, und auch viele andere Vorteile. Also das Thema, ähm, ich, ich spare in der Regel bei Online-Events immer ein bisschen an Kosten. Also meistens Stimmt, sind dann die Events ja. nicht so teuer wie ähm, die Live-Events, also die Offline-Events. Und ich spare mir die Anreise, ich spare mir die Zeit, ich spare mir die Übernachtung, die Verpflegung. Also, da sind schon viele Vorteile, wenn, ähm, für, für die, die eben für digitale Events sprechen. Und ähm, deswegen ist es auch aus unserer Sicht und unserer Meinung nach auch so, dass das eine nachhaltige Entwicklung sein wird. Also, das kam ursprünglich aus Corona, das haben wir ja schon gesagt. Ähm, aber das wird eben auch bestehen, ähm, weil die Veranstalter einmal viele Vorteile haben, aber auch die Besucher. Also, Corona als Akzelerator für digitale Entwicklungen im Eventbereich. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich würde sagen, ihr überzeugt euch einfach selbst, lockt euch ein, schaut sie euch an, die Plattform www.clap.io. Stimmt. Clap.io, genau. Clap.io. Genau ihr könnt Und sogar das www weglassen. Ihr also könnt sogar das www. Extra für weglassen. euch eingestellt, ganz neues Feature bei uns äh, ohne. Also, so. ihr könnt es mit oder ohne www auf clap.io schaffen. Schaltet ein, guckt es euch an, schaut euch die Features an. Vor allen Dingen jetzt, während der EDW, haben wir, glaube ich, 13 verschiedene Stände oder mehr. Ja, kommt hin. 12, 13 verschiedene Stände. Ja. Konsoren und, und Partner sind auf der EDW vertreten. Das genau. Kann man mal sagen. Genau. Wenn es euch interessiert, schaltet ein, schaut sie euch an, sie stellen sich alle vor, nutzt die Funktionen, sprecht sie an, stellt ihnen eure Fragen und seid dabei, wenn es morgen zum letzten Tag der EDW kommt, dem zweiten Frankfurt AI Forum. Hier auf CLEP. Ich freue mich, euch dort begrüßen zu dürfen. Jungs, ich danke euch vielmals für eure Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Und vielen Dank, dass ihr die EDW auf CLEP veranstaltet. Ja, wir ja. freuen uns auf alles, was noch kommt. Und nächstes Jahr wollen wir ein Update. Ja, sehr Wo gerne. Machen wir. Ja, Leute, wir sehen uns morgen. Schaltet ein. Wir freuen uns auf euch morgen beim zweiten Frankfurt AI Forum. Macht's Ciao. gut. Auf Wiedersehen.